Herrschaften, willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Dies ist meine Aufnahme 45 oder 46, weiß ich jetzt gar nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall, wie ihr seht, wir sind gerade dabei, die Kommunisten bei uns im Land niederzuschlagen. Und ich habe vorhin in der Pause gerade Großbritannien eingeladen, mein Verbündeter zu sein. Und tatsächlich, sie haben es angenommen. Was ich großartig finde. Aber Frankreich, Großbritannien, Japan und Skandinavien von den Top 8 als Verbündete von mir. Das ist nicht schlecht. Ich werde wahrscheinlich den Kriegsgrund gegen China einlösen. Und werde vielleicht gar nichts machen, das werde ich meine Verbündeten machen lassen. Schauen wir mal. Krieg erklären. Schlage einen Boxaufstand nieder. Würde uns Prestige bringen. Wer würde mitmachen? Sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, vielleicht Skandinavien, echt jetzt. Sehr wahrscheinlich Portugal, sehr wahrscheinlich Spanien, Baden und diese ganzen anderen Dinger auch alles sehr wahrscheinlich. Da brauche ich gar nichts machen in dem Krieg. Den kann China eh nicht gewinnen. Ich kriege quasi gratis 10. Großartig, Kolumbien nicht, Brasilien, Bolivien, Argentinien, Parma, Modena, Lucca, Württemberg, Sachsen, Bayern, Baden, Spanien, Portugal, Skandinavien leider nicht, Japan, Frankreich, Großbritannien nicht. Arg, das ist nicht gut. Schade, ich hatte gehofft, die würden die Hauptlast führen in dem Krieg. Na gut, jetzt muss es halt Frankreich und China und Japan machen. So, Skandinavien, Großbritannien, echt jetzt, ihr zwei. Das riesige chinesische Reich. Uff, das ist wirklich riesig. Ich hoffe, da kommen unsere Leute auch tatsächlich mit. Naja. Eigentlich müsste Großbritannien den Dings, den Kriegsgrund auch gekriegt haben. Nicht nur ich. Nassau ist annektiert worden. Was machen die wahnsinnigen Franzosen? Gehen die zu Fuß dort drüber? Sieht fast so aus. So. Die Radikalen, die wollen Freihandel. Allerdings die Sozialisten haben Protektionismus. Machen wir doch glatt. Na gut. Ja, vielleicht sollten wir zumindest eine
Truppe rüberschicken. Und so tun, als wären wir daran interessiert, dass dieser Kampf ein guter wird. Aber wir machen das natürlich nicht per Pedes, sondern wir schicken sie mit dem Schipernackel rüber. Japan. Das Osmanische Reich ist bankrott. Ach, das wäre ein viel coolerer Kriegsgrund gewesen. Schade. Na, da könnte man den Habsburger reinsetzen, wenn wir ihn noch finden. Maximilian von Habsburg, das klingt gut. Plus 5er Verteidigung. Wahnsinn. Achso, stimmt, wir haben ja Japan auch noch. Die werden den Hauptkriegsgrund tragen. Den Haupt. Atheismus haben wir gesagt, wollen wir. Für die Radikalen. Schauen wir mal. Boah, 75.000, 50.000. Oh, aber Japan ist noch viele Leute in Japan. Die übernehmen jetzt gerade mal Taiwan. Irgendwie fies, dass ich meine Verbündeten den Krieg führen lasse und selbst nichts mache. Schau an, Montenegro hat auch irgendwas gemacht. Montenegro ist kollabiert. Das montenegrinische Parlament. Okay, sind die tatsächlich zu Jugoslawien geworden? Das ist interessant. Wieso sind die noch nie in der Infosphäre von denen? Ja, laissez-faire. Wir wollen die Radikalen. Auch wenn das Problem ist, dass sie da gemeinsam mit den Liberalen sind. So, wen schickt man da jetzt hin? Hermann Hoffmann, der ist gut. Und das ist die 16. Armee. X-Foite Armee. Die wir nachher nach Venedig stellen vielleicht. Ach, shit. Das habe ich nicht geschaut. Ja gut, wir haben so viel Geld angespart. Da kann man ein bisschen Minus durchaus verteilen.
tragen. Aber wir werden vielleicht die Zölle erhöhen. Auf 10%. Ja. Da kommen die ersten Bayern. Da kommen die ersten Bayern an. Wow. Auch nicht schlecht. Ja. Okay. War abzusehen, dass die gewinnen werden. Gut. Hey, wir sind schon bei 7%, obwohl wir nichts gemacht haben. Auch nicht schlecht. So, Venezuela. Gut, schauen wir mal, ob da irgendjemand Einfluss nimmt. Schaut nicht so aus. Okay. Passt. Ja, solange die da mehr oder weniger alleine sind. Na bitte, wir sind ja richtig gern sinnvoll in diesem Krieg. Wir erobern sogar eine Insel. Bin mir nicht sicher, ob ich das Risiko eingehen will, aufs Festland zu gehen. Schauen wir mal. Boah. Bist du wahnsinnig? So, was machen wir jetzt mit den 28.000? Wir könnten natürlich versuchen, weiter zu erobern da.
Mal alles. Das Problem ist, wir dürfen nicht zu viele Leute darunter schicken, weil. Natürlich haben wir das Problem, dass uns Deutschland den Krieg erklären kann und den müssen wir dann alleine führen. Na gut, was soll's. Warte mal, das heißt, da muss noch irgendein Krieg sein. Oh. Ach weh. Auf nach Kanton. Konflikt in Westmazedonien, das wird wohl nichts werden. Nachdem alle gerade im Krieg sind, kann nur Deutschland, Russland, Großbritannien schauen. Und für die macht sich keiner stark. Wowzers. Viele, viele, viele Chinesen. Äthiopien, ja, dürfen wir auch durch. Nein, wir wollen die Oberschicht lieber. Puh. Viele, viele, viele Truppen da. Besser zurück aufs Boot. Wie schon gesagt, lassen wir das die anderen machen. Die sind der Edergabe dabei, alles zu erobern. Oh, 17% bereits. Sehr gut, sehr gut. Wir sterben die ganze Zeit irgendwelche Anführer. Ärgerlich. Und das nicht einmal im Krieg. Wow. Wie ist das eigentlich mit Japan? Machen die auch irgendwas oder besetzen die dann nur? Oh. Da hat tatsächlich Peru was belagert. Wow. Was mit euch Japaner? Habt ihr keinen Mumm in den Knochen? Los, greift an. Nehmt euch ein Beispiel an den Franzosen. Und an meinen Verbündeten sonst noch.
So, ihr werdet jetzt noch mal kurz euch erholen. Wahnsinnig. Das sind Truppenmengen. Verhungern die nicht langsam? Preußische Nationalisten. Sachen gibt's da. Haufen Revolutionen hier. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Gut. Und die Versorgung ist eigentlich weiter. Weg. Das heißt, wir gehen wieder hin. Ja. Vielleicht sollte ich doch die eine oder andere zusätzliche Truppe noch runterschicken. Belgien ist bankrott. Das gibt es ja nicht, die können ja alle bankrott sein. So, schauen wir mal, wie schaut das da aus? Gut,
an und für sich. Das Problem ist, wenn ich da weggehe, sind die da mehr oder weniger sowas von ausgeliefert. Das heißt, mit denen kann ich eigentlich gar nicht wegfahren. Da die einzelnen Truppenteile von ihm zu besiegen, ist praktisch unmöglich. Wenn ich dann mit den Schiffen zurückfahre. Dann kann ich davon ausgehen, dass die sterben werden, diese 25.000 Mann hier. Stimmt das oder habe ich recht? Schade, wenn ich jetzt schon drüber nach Hainan. Aber das ist eh cool, weil die in Hainan sind dann gefangen, mehr oder weniger. Großartig, was auch immer. Und Attacke. Schauen wir mal. Gut. Das da mal. Da sind noch 24.000 Franzosen. Okay. Puh, minus zwei. Au, au, au. Wir killen zwar irre viele von ihm, aber das bringt überhaupt nichts. Der hat ja die Dinger wie Sand am Meer. Wie wir hier sehen. Hier da rein. Die zweite Armee ist schon sehr wichtig dort hinten. Ah, das war doch nicht so klug. Mit den US, mit Großbritannien wäre es nicht so schlecht gewesen, aber auch nur mit Frankreich ist das so eine Sache. Und
30. und 24. Warte mal, wo kommen wir hier an? Ach so, ja, was? Ich bin ja ziemlich irre. Ah. Oh, fortfahren. Gut. Okay, die Osmanen werden versuchen. Oh, die Osmanen werden einen auf den Deckel kriegen. Sehe ich gerade. Die Briten haben sich da eingemischt in dem Krieg. Sehr gut, sehr gut. Gut, warte mal, dann werden wir mal unsere Flotte zurück nach Kotor schicken. Als erstes. Und die holen sich jetzt die 14.000 Mann, die da übrig geblieben sind, auch zurück. Boah, sind wir gut. Sind wir gut? Sind wir gut? Sind wir gut? Ja, wir sind gut. Wir sind gut. Angst senken von den USA. Deswegen sind sie so schlecht nachgerüstet. Das war in Moldawien, Modell aus Serbien. Warte, 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 warte. Oh. Und wir sind nicht daran beteiligt. Hey, ein Weltkrieg ist ausgebrochen und wir sind kein Teil daran. Nein, ihr kriegt sicher keine Durchmarschgenehmigung. Wie ist das passiert? Was genau war das? Okay, das könnte interessant werden. Ich fürchte fast, dass das Deutschland gewinnen könnte. Frankreich hat seine ganzen Truppen nämlich in oh, das sind noch 10.000 Mann, die werden wir erledigen. Und wir haben hier auch noch einiges zu erforschen. Na gut. Gut, Herrschaften, wir haben jetzt die 35 Minuten für diesen Boxeraufstand gemacht. Ich werde an dieser Stelle abbrechen.
Und das nächste Mal sehen wir, gewinnt Deutschland oder Frankreich den Ersten Weltkrieg. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.